Das ist hier keine Bewegung, die ich mache. Die Chinesen werden mich nicht bekommen. Nee, ey, ohne Scheiß. Ich bin so leichter, ich über Honda, so. Ich hatte immer so ein Ding mit Ärzten. Übrigens, ich habe neulich gespendet, ey. Ich möchte nicht angeben. Ich hasse Leute, die damit angeben. So, ich bin so ein Typ, ich spende lieber anonym. So. Und Ärzte ohne Grenzen habe ich gespendet. Aber ich werde nicht sagen, woher ich gespendet habe. Ärzte ohne Grenzen. Und als Kind dachte ich übrigens immer, Ärzte ohne Grenzen, das wären einfach so Menschen, die einfach keine Grenzen kennen. Ich dachte, das wären Menschen, die immer wieder so die Grenzen neu aufzeigen muss, die einfach das Konzept nicht verstehen, so dass man so sagt, so, hey, das ist meine Grenze, hier nicht weiter. Die machen dann trotzdem so, komm her. Und so, scheiße, Alter, was ist los mit dir? Ja, Digga, ich bin der Ärzte ohne Grenzen, das steht doch draußen. Ich bin einer der Besten, komm her. Und alle Leute sind so im Wartezimmer so, boah, krass, der kennt wirklich keine Grenze, Alter. Der kennt nichts. Ich war noch nicht beim Friseur. Es gibt keinen Übergang. Mir ist aufgefallen, es gibt bei jedem Friseur, also bei jedem Friseursalon gibt es mindestens einen Friseur oder eine Friseurin, die so eine mega crazy Frisur haben. So, an sich selbst, so. Als müssten die einen beweisen, dass sie es so drauf haben. So an sich selbst. Das gibt es nicht bei anderen Berufen. Es gibt so keinen Chirurgen mit so einer dritten Hand hier. So einfach so, ey, Digga, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Vertrau mir. Ich habe ein richtig gutes Gefühl bei diesem Typen mit drei Armen, ey. Na, ich bin so ein Hyperhonda. Ich hatte immer so ein Ding mit Medizin und Ärzten und so. Wisst ihr, was Hyperhonda sind? Die denken sich die ganze Zeit neue Krankheiten aus. Ich war wie so eine Art DJ Khaled von Krankheiten. Ich kam immer wieder zum Arzt und war so, another one, Alter. Meinst du, ich habe Kopfschmerzen, mein Arsch blutet, Alter. Komm schon, das ist was. DJ Khaled. Maybach Music? Oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Und irgendwann hat er mir so gesagt, nein, sie sind, ja, sie haben keine Krankheit. Das Einzige, was sie haben, das nennt man Hypochondrie. Sie denken immer, sie haben was Schlimmeres. So. Und ich war so, na, nee, ich glaube schon was Ernstes. Also ich glaube, ich sterbe. Ich hatte immer so ein Ding, deswegen, ich war auch sehr vorsichtig mit der Impfung. Ich habe ganz genau geschaut, ich habe ganz lange abgewartet. Ich glaube, ich war einer der Letzten. Wirklich, ja. Ich habe ganz genau geschaut in meinem Freundeskreis, wer sich impfen lässt. So, sind es nur die armen Leute, die keine Zukunft haben, oder ist es auch Felix, weil er hat was zu verlieren, ey. So, die Vermögensverteilung in meinem Freundeskreis ist wie in so einem dritten Weltland. So 99% haben gar nichts und ein korruptes Schwein hat eine Rolex. Als ich Felix impfen lassen habe, bin ich sofort zum Impfzentrum gerannt. Ich war so, da muss was dran sein, er hat eine Rolex. Ich war dann da, aber ich hatte voll das unwohle Gefühl, weil ich habe so gesehen, wie einer nach dem nächsten so richtig persönlich weggeimpft wurde. So, pap, 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 pap. Und ich war auch der Einzige mit Fragen dort. Ich habe nur so dumme Fragen gestellt. Ich habe so gefragt, so, was ist der längste Fluss Englands? Das ist nicht die Themse, das ist nicht die Themse. So eine richtig verpasste Chance. Und da hat sie mich geimpft, aber ich hatte immer noch so ein komisches Gefühl. Da habe ich sie gefragt, was gibt es nach der Impfung zu beachten? Weil ich wollte wirklich nicht sterben. Sie meinte, Herr Wolfson, das ist sehr einfach. Es gibt nur zwei Dinge, die Sie beachten müssen. Kein Alkohol und keine Bewegung. Kein Alkohol und keine Bewegung nach der Impfung. Und ich war mit dem Fahrrad dort. Und ohne Scheiß, ich bin noch nie so langsam gefahren. Das ist hier keine Bewegung, die ich mache. Die Chinesen werden mich nicht bekommen. Aber am Ende des Tages immer noch ein unwohles Gefühl, weil am Ende des Tages niemand weiß so richtig, was da drin ist. Ich find's geil, das einfach so zu sagen. So Wissenschaftler weltweit haben sich den Arsch aufgerissen, um uns aus dieser Scheiße rauszuretten. Und irgendein Comedian auf der Bühne sagt, niemand weiß, was da drin ist, ey. Und außerdem, wenn ich sogar nicht wüsste, stört mich nicht bei anderen Dingen. Mentos, keine Ahnung, was da drin ist. Ich esse es, ich schluck das sogar, ich weiß auch nicht mal, ob es vorgesehen ist, ey. Ich schluck das, ich trinke danach eine Cola hinterher, mach so eine Mentos-Cola-Fontäne draus. Bin mit der Fontäne bei der Impfung und bin dann so, gibt es da Langzeitfolgen? Ich glaube, nur einer hat sich nach mir impfen lassen. Das war Joshua Kimmich, ey, ohne Scheiß. Das war aber der Letzte, ey, ohne Scheiß. Alter, wie Deutscher sich aufgeregt hat, als er gesagt hat, dass er so eine Impfskepsis hat. Da waren voll viele Leute so richtig enttäuscht. Ich bin enttäuscht von meinem Vorbild. Ich habe mir so Twitter durchgelesen, habe voll viele Leute geschrieben, Joshua Kimmich, der war mein Vorbild. Ich denke mir so, Dude, also der nimmt Kopfbälle mit 150 km/h an. Denkst du, er weiß, was eine gute Entscheidung ist, Alter? Er ist ein Vorbild. Oh,
So soll, möchte ich sein wie er. Mann, ey. Und dann habe ich mir so die Leute angeschaut, die auf Twitter, die dann so geschrieben haben, so, ich bin enttäuscht von meinem Vorbild. Ich habe so, war so klein, ich habe so aufs Profilbild geklickt und habe gesehen, so, Digga, du bist fett. So, deine Finger sind fetter als deine Waden. Wie ernst nimmst du dein Vorbild? So, du hast 99% seiner guten Entscheidungen missachtet, missachte einfach nur die schlechte, das schaffst du. Und irgendwann wurde so gesagt, in Deutschland soll es keine Impfpflicht geben, aber irgendwann gab es sie medial zumindest. Weil einen Tag, nachdem Joshua Kimmich das gesagt hat, ist das Internet explodiert, dann ist mir so ein Video in den Feed gespielt worden, vom WDR, vom Staat finanziert. Die sind mit 3 Reportern in Kimmichs Dorf gefahren und haben die Bewohner des Dorfs gefragt, was sie davon halten, dass er immer noch nicht geimpft ist. Als wäre er ein Amokläufer. Was haltet ihr davon, dass er immer noch nicht geimpft ist? Oh, das hätten wir nie gedacht. Früher war er so ein netter, unauffälliger Junge. Er hat immer so nett gegrüßt und so. Er ist mit seinem Hund rumgelaufen. Wir hätten nie gedacht, dass er sich eines Tages nicht impfen lässt. So, währenddessen war noch nie jemand in Rainer Kallmunds Dorf. Was haltet ihr davon, dass er 3 Personen geworden ist? Er ist genauso groß wie das gesamte Dorf. Findet ihr, es eine gesunde Botschaft an die Jugend? Er hat mittlerweile abgenommen, aber ich habe diesen Joke in der Vergangenheit geschrieben, deswegen...